Fahren, 11, von Ed Sheeran stirbt nur kurz nach Met und Greet. Ed Sheeran, 27, ist einer der derzeit wohl berühmtesten und erfolgreichsten Sänger weltweit. Dennoch ist er ein Star zum Anfassen. Am 4. Mai spielte der Brite ein Konzert in der irischen Stadt Cork und hatte einen ganz speziellen Gast, die 11-jährige und sehr kranke Aoife O'Connor durfte vor seinem Auftritt persönlich kennenlernen. Der Rotschopf erfüllte dem Mädchen damit einen Traum, umso tragischer diese Nachricht, nur 5 Tage später ist Aoife gestorben. Die Kleine hatte eine seltene angeborene Stoffwechselkrankheit namens Mukolipidose, die das Leben deutlich verkürzt und für die es bislang keine heilende Therapie gibt. Deshalb startete ihr Vater einen Aufruf und ein Radiomoderator des irischen Senders Cork 96 FM half der Familie dabei, das Met an Greet einzufädeln. Mit zahlreichen Twitter-Posts begleitete das Team diese besondere Geschichte. Ließ sich nicht lange bitten und lud Aoife und ihre Schwester ein, ihn hinter der Bühne zu besuchen. Aoifes Vater erzählte später gegenüber dem Iris-Examiner Details über das Treffen mit, seine beiden Mädchen und der 27-Jährige hatten ein paar Fotos gemacht und sich über Musik unterhalten.